Willkommen zurück, Persona 2. Wir machen direkt weiter. Der Boss Final Run, wie mir scheint. Aber ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Das ist die große Frage. Haben wir jetzt noch das Tome aktiv oder nicht? Ach, egal. Ich wechsle einfach die Persona. Gerade am Anfang des Gebietes, am Ende des Gebietes. Ja, ist noch aktiv, okay. Das wird eine Sackgasse sein da hinten, ja. Und das ist ein dichtes. Ja. Wer von euch ist erst dran? Das kann ich gar nicht absehen, ne? Hm. Okay, Persona wechseln. Indra. Versuchen zu schocken, die Boys. Was wir auch machen können. Ja, warte mal. Kann ich euch mal zeigen, vielleicht. Ich muss aber eben die Turn Order verändern. Dann muss Maya nämlich einmal nach vorne. Zumindest im besten Fall Maya. Und dann nutzen wir einmal den Thunderous Baptism. Wir wechseln bei ihr die Persona auf Abe no Seme. Und machen wir Summon Spirits, denn es gibt natürlich auch Summon Spirits Spells, die wir noch nicht gesehen haben. Und zwar einmal mit Blitz, und dafür braucht man genau diesen Blitzzauber. Mit normal geht das nämlich nicht. Und mit Eis gibt es auch noch einen. Aber das wüsste ich gar nicht, wie ich das machen soll, weil der einzige Person, die Diamond Dust hat, ist Maya. Und ich nutze Abe no Seme meistens nur bei Maya. Ich müsste dann extra Jungen ausrüsten. Egal, wir machen mal den. Das sollte ganz gut funktionieren. Die anderen können einfach normale Attacken machen. Alter Schwede. So, da haben wir schon. Taki Mikazuchi. Jo, das trittiert ihn direkt. Und er ist auch gelähmt. Was? Ja, gegen diese dummen Maschinen habe ich mittlerweile ein bisschen ein Gegenmittel gefunden. Indra ist da schon sehr nützlich mit den Blitzfähigkeiten. Vor allem in Kombination mit Summon Spirit. Au. Der Dungeon ist auch so schon hart genug, auch ohne dass die ganze Zeit Fallen hier sind, die mir Schaden zufügen. Miracle Eggs, das waren die Dinger, die 400 SP bringen, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, doch, super, dann haben wir noch mehr von diesen super SP-Heilern. Die werde ich bestimmt noch brauchen. Aber ich will nicht reden. Ich will nicht reden. Das heißt nur, dass ihr wieder drankommt. Vielleicht habe ich ja Glück und schaffe irgendwas, aber. Ich teste es mal mit Michelle und dann. Vielleicht Take Control, weil das bei so vielen hundeartigen Gegnern funktioniert hat. Ja, es funktioniert auch bei ihm. Irgendwie wollen die jemanden, der die Kontrolle über sie übernimmt. Es funktioniert einfach meistens. Schön, dann gehen wir noch ein paar Karten. Hermit Cards, okay. 76 Stück. Und können den Kampf damit umgehen. Hier sind wieder alle im Geschäft. Nur einer von euch, Boys. Das sollte ja kein großes Problem sein, ne? Kann man euch physisch töten? Ich habe noch nie einen. Achso, du bist eine neue Version, du bist gar nicht ab. Wasch. Nur Level 59. Ich merke schon, die Gegner hier werden noch erheblich viel stärker. Das macht mir Angst vor den Bossen. Ob ich vielleicht doch nochmal. Also, ob ich nochmal farmen muss, vielleicht. Das könnte vielleicht sogar sein, weil dieser Dungeon noch ganz andere Gegner beherbergt, offensichtlich.
Okay. Ich versuche erstmal eine Runde draufschlagen, um Mana zu sparen. Normaler Schaden, okay. Naja, ich glaube, es ist sogar reduzierter Schaden. Ich habe das Gefühl, er ist stark dagegen. Um ehrlich zu sein. Also nicht, dass er das blockt oder null macht, aber dass er halt verringerten Schaden nimmt. Versuch mal die beiden Spells bitte. Cross Fortune. Ne, das ist alles. Ah, hat gereicht. Gut, dann ist ja egal. Dann ist es ja egal. Ich bin mir froh, dass es nur einer war von denen. Ach komm, natürlich finde ich die Falle. Die eine Falle, die ist, finde ich, am Rückweg noch. Oh, vier Stück. Wir hatten mal 5 in der Truhe. Aber die haben sich, die waren schwach gegen hier. Grand Cross, ich muss nur die Persona wechseln. Anscheinend bei jemandem. Stimmt, ich habe die Persona noch nicht gewechselt bei Maya. Zurück auf Artemis. So, jetzt zurück. Und jetzt Grand Cross. Das war gut gegen die, und da haben wir noch Chancen auf Mutationen. Wenn sie uns vorher durch rasieren. Ich hoffe, es sind noch dieselben. Nicht irgendwie redesigned. Aber da kann ich mir nicht vorstellen, die müssten eigentlich dieselben sein. Ja, nein, alter Schwede. Tausende Male wieder was. Nice. Die Gegner mag ich, die können gerne öfter kommen. Weil da kann ich immer Grand Cross machen. Hohe Chance Mutation. Ja, da ist schon eine. Oh, Freydine. Sein Extra-Spell hat er endlich mal gelernt. Cool. Bringt auch ganz gute Erfahrung. Also die können ruhig öfter so kommen. Also die mag ich sehr gerne. Die Valkyrie meint das, glaube ich. Alter, als ob ich die Fallen finden oder suchen würde, ganz ehrlich. Ich hätte als Mineur arbeiten sollen. Ich hätte sie alle gefunden. Immer. Ah, es ist verwinkelt hier. Ah, da ist die Tür, da ist die Tür. Ich hab's gesehen. Hier ist die Tür. Hier ist der nächste Raum. Oh. Okay, ihr könnt auch der nächste Boss sein. Also, diesmal heile ich mich ordentlich. Auch mit Mana und so, weil ich erwarte jetzt in jedem Raum einen Boss. Das war in den letzten Räumen so. Also gehe ich einfach davon aus, dass es jetzt immer so ist. Alter, ich habe kaum noch Schuhe, so jetzt. Also. Ich hoffe, da kommt noch einmal ein Aufzug. Weil ich würde gerne nochmal Shooting Souls nachkaufen, ehrlich gesagt. Wäre mir ganz lieb. Speichern. Speichern abgeschlossen. Okay. Hey Jun, dein Vater ist ja großartig und er kann so ziemlich alles tun, richtig? Denkst du, wir werden ihn heute endlich mal treffen? Vielleicht. Aber er ist wirklich ziemlich beschäftigt, also. Ich wünschte, mein Vater würde nicht an einer Sushi-Restaurant arbeiten. Im Ernst. Ich muss Sushi jeden Tag essen. Es ist fast die Zeit, dass eure Familie zurückkommen müssten, um euch abzuholen. Ich frage mich, ob meine Mutter heute zuerst da sein wird. Ich bin hungrig. Oh, jemand ist hier. Ich kenne ihn nicht. Aber er sieht cool aus. Ich bin hier, um dich abzuholen, Jun.
Das ist stimmt. Das ist wirklich Junos Vater. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Das war der Tag, an dem wir Junos Vater getroffen haben. Das stimmt. Das. Komm schon mit, Jun. Nama wartet bereits. Du hast recht, er ist super cool. Ich bin froh für dich, Jun-kun. Es ist schön, dass der Vater kommt, um dich abzuholen. Mama wartet zu Hause gar nicht. Nicht! Mama, lösch mich nicht. Hass mich nicht. Hilf mir, Papa. Was für ein problematisches Kind. Jun, wenn es dich und deinen Vater nicht gäbe, wäre ich frei. Alles wäre so viel besser, wenn du niemals geboren worden wärst. Jetzt verschwinde von dieser Welt. Jun-kun, sie ist nur eine Illusion, die aus deinen schmerzhaften Erinnerungen geboren wurde. Du wirst nicht verschwinden. Okay. Ja, auch solche Mütter gibt's. Jun-kun! Guys, we have to protect him! Jun-kun, Leute, wir müssen ihn beschützen. Oh, ohne Jun? Jun is my child, and I can do whatever I want with him. Jun ist mein Kind, und ich kann mit ihm tun, was auch immer ich will. Müssen wir echt ohne Jun jetzt kämpfen? Oh, das ist ärgerlich, da kann ich nämlich keine Buffs machen. Okay. Gut, dann müssen wir es ohne Boss schaffen. Logischerweise. Die logische Konsequenz daraus. Wir müssen es ohne schaffen. Mein physischer Angriff ist immer noch stärker trotzdem. Bei ihr bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, magisch ist besser. Bei ihr bin ich mir sehr sicher, dass magisch besser ist. Und bei ihm ist physisch besser. Aber er hat ja keine physischen Moves. Ich könnte natürlich normal angreifen. Oder die Persona wechseln, aber die andere Person hat nicht so viel Power wie Hades. Wäre dann auch nicht viel, ne? Ich könnte ihm Indra so lange geben. Die ist schon ein bisschen gebuffter. 210 Angriff. Hades hat trotzdem 248, ja komm, vergiss es. Dann greifst du einfach physisch an, komm. Ganz normal. Mist, keine Buffs jetzt. Keine Buffs. Nicht defensiv und nicht offensiv. Oh, shit. Okay, das reflektiert sich schon mal. Das Element oder generell Zauber? Generell Zauber. Okay. Dann lass das Gezauber mal lieber sein, ne? Naja, ich glaube, ich habe eine Idee. Also er macht weiter die Fist, die ist am besten. Sie greift natürlich normal jetzt an. Sie hingegen wechselt die Persona ungewöhnlicherweise auf Vitra. Der kann sie zwar absolut nicht umgehen, ist aber egal, weil sie kann besser die Angriffskraft von uns buffen. Also mit Power hat sie eh nicht. Gigantic Fist. Wenn wir nur einzeln buffen können ohne Jun, muss das diesmal reichen. Nice Crit. Das will ich sehen. Also das nicht, aber die Crits. Ich könnte mir den Kampf so wiederholen, oder nicht? Ich teile was mit mir auf. Nice, du brauchst jetzt wieder anderes, bitte. Rikichi.
Und wir machen wesentlich mehr Schaden. Alter, 477, nice. Ja, die Buffs lohnen sich. Auf jeden Fall. Buff. Dann sind wir ganz gut durchgebufft. Die alte macht mir platt. Ah, Insta-Kill. Und wenn man natürlich von einem Dark Insta-Kill immer noch getötet wird. Das ist wie, weißt du, so viele Gegner haben das mittlerweile. Das ist jedes Mal eine traurige Erinnerung daran, dass er das damals nicht gekriegt hat. Das macht mich wahnsinnig. Okay, warte mal, wir ändern eben die Reihenfolge. Falls sie jetzt sterben sollte, was ist, wenn ich glaube, aber was möglich ist, will ich sie erst wiederbeleben. Ja, ihn erst wiederbeleben. Nee, sie geht doch ziemlich gut, aber trotzdem. Ist eh besser, wenn Maya vorne ist, da kannst du es buffen und wir sind direkt danach gebufft, wenn wir angreifen. Ist also okay. Jetzt spare deinen Mulon Mist, bitte. Ja, siehst du, jetzt ist der Buff bei ihm weg, sag ich ja. Klar, wenn man stirbt, dann verschwinden die Buffs auch. Jetzt macht er wieder weniger Schaden. Also machen wir ihn wieder hoch. Ich find's echt komisch, dass, also ich meine, macht alles Sinn und so weiter, dass er Hades kriegt, ist auch okay, aber dass er halt eine Persona kriegt, die absolut keinen einzigen physischen Spezialangriff hat. Also bei Ikishi. Das wundert mich echt. Also ich glaube immer noch, dass es für ihn sinnvoll wäre, ihm irgendwie auch eine zu geben, wie das kann. Ja, es ist ja wieder tot. Hm. Warte mal, was mache ich denn da eigentlich? Sie kann wiederbeleben, aber mit dem anderen Persona, mit ihrer Grundpersona. Ich verschwende jetzt an Items, dabei brauche ich es bei ihr gar nicht zu machen. Wenn ich Artemis ausrüste. Die kann nämlich wiederbeleben. Und zwar sogar mit voller HP, ja. Nee, warte mal, das ist Sacrifice Self. Nein, sie kann das nicht. Ah, sie ist derjenige, der sich opfern kann. Jun war derjenige, der wiederbeleben kann. Natürlich. Natürlich ist es Jun, den ich nicht dabei habe. Weil er jetzt gerade nicht im Kampf teilnimmt. Ah, wie ärgerlich. Ah, Insta-Kill Moves, ich hasse sie so sehr. Aber sie ist schon rot. Also viel macht sie nicht mehr mit. Vielleicht erledigen sie schon diese Runde. Mal gucken. Hätte ich nichts gegen. Komm schon. Gigantic Fist. Ja, super, Kitchen. Erst rein. Level up für alle nochmal. Super. Machen wir hier die 5 voll. Dann gibt es noch einen extra Punkt Agilität. Wie auch immer sonst sagen möge, dass er dich nicht brauchen würde. Wir brauchen dich. Würdest du uns einfach im Stich lassen? Würdest du Nikolas Kuhn im Stich lassen? Der Junge, der praktisch gesehen ein anderes Ich ist. Oder ein Seelenverwandter, könnte man vielleicht sagen. Nikolas. Ich erinnere mich ehrlich an alles. Wir müssen uns beeilen und ihn besiegen. Ihn? Du meinst seinen Vater? Er ist...
Ihr werdet sehen, wenn ihr ihn. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr ihn seht. Wir müssen gehen, er ist nicht dein Vater. Das ist der Punkt. Also er sieht zwar aus wie dein Vater, sagte ich von vornherein, aber er ist nicht dein Vater. Ja. Oh, wir haben wieder einen Boss besiegt, okay. War ein bisschen ärgerlich. Vor allem auch ärgerlich, dass er jetzt keine Erfahrung bekommen hat, der Junge, ne? Naja, gut, er hatte eh am meisten Erfahrung die ganze Zeit. Weil er mit höherem Level reingekommen ist, also ist das schon okay. Das ist schon in Ordnung. So, Personas wechseln müssen wir nicht mehr, habe ich schon getan. Da können wir eigentlich so weitermachen. Ich kann es nicht glauben. Das ist alles mein Fehler. Wie kann ich für diese Sünden gerade stehen, Vater? Damals haben wir ständig darüber nachgedacht, wie Junkuns Vater wohl sein könnte. Warte. Er kann doch nicht. Aber es ist das Einzige, was Sinn macht. Ich verstehe überhaupt nichts. Ist der Typ, den wir jetzt da getroffen haben, nicht Juns Vater? Ja. Wir haben Juns Vater damals getroffen. Er sah aus wie der Geist am Glockenturm. Aber es war eine komplett andere Person. Also wer ist jetzt der richtige Vater von Jun? Der Geist, also den Typen, den ihr zum ersten Mal gesehen habt. Ich weiß nicht, ob er sich danach verändert hat oder ob er in der Zeit schon tot war. Also ob er sich vor dem Mal, wo er jetzt gerade jetzt aufgetaucht ist in der Vergangenheit, wo er anders aussah, ob er vielleicht da schon selbst mal begangen hat. Und dann diese Entität das übernommen hat, diese Rolle des Vaters, keine Ahnung. Oder ob das, ob der Vater sich mal verändert hat, aber das glaube ich nicht. Mal gucken. Baum of Lives bekommen, was ganz gut ist, die konnten wir gebrauchen. Ist Thomas so sagen. Wow. Ich weiß nicht mal, ob was Thomas was bringt, weil die Gegner hier alle Suchungslevel haben. Aber ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem. Es ist mir schon lieber so. Der Witz natürlich über die Art und Weise, wie wir uns bewegt haben, könnte es sogar sein, dass wir den Aufzug vielleicht übersehen haben. Ich hoffe natürlich nicht, aber es ist nicht undenkbar. Zwei Drachen und ein SS-Boy. Ja gut, eben die Reihenfolge umändern. Indra, das ist dein einer Job, den du hast hier. Dich um diese scheiß Maschinen zu kümmern. Ich könnte mir mit Indra auch einmal abhauen, aber momentan sind die Gegner so stark, dass es sich einfach lohnt, die noch mitzunehmen. So, du musst deine Person nach Indra auf AB wechseln. Ich sollte eigentlich schon alles erledigen. Ach nö. Okay, das ist nicht. Das ist tatsächlich nicht ansatzweise so schlimm wie dieser blöde Kamikaze-Move. Er macht sogar seinen Freunden Schaden. Weil der Kamikaze-Move war halt immer ein Insta-Kill, weil er immer die volle AP gemacht, die man noch übrig hat. Das ist weniger schlimm, ehrlich gesagt. Ja, aber selbst aus sich gestellt, die Erfahrungswerte nicht so hoch, dass man sagt, also ich müsste schon ein gutes Stück farmen, damit ich Level steige. Aber wenn sie es angreifen, werden sie es noch an, dann nehme ich die auch mit. Diese roten Felder würde ich ehrlich gesagt nicht lang gehen, wenn es hier sein muss. Ach komm. Noch eine Version von euch. Du bist nicht Apuash und auch nicht der Typ, den wir vorher gesehen haben. Du bist noch ein anderer, oder? Ja, Kisin. 60, Alter. Mit Death Arcana. Wir versuchen trotzdem nochmal Attacke Mikuzushi.
Ahnung, macht man wie Heavy Rain danach. Mir eigentlich relativ egal. Ich hoffe, der macht keinen Mudon, aber ich sehe schon kommen, dass er es macht. Ja, ich wusste, ich hab's. Ah, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann Mudon nicht mehr sehen. Wirklich nicht. Das nervt. Und das erinnert mich jedes Mal daran, dass der Kichi da hier als einziger nicht resistent ist. Ach ja. Ich hasse Insta-Kill-Moves. Habe ich das schon mal erzählt? 50 Mal, ich weiß, aber die sind ja auch verdammt ärgerlich. Da bin ich bestimmt nicht alleine mit. Mit diesen Problemen. Ich bin mir sicher, Ikichi hasst auch Insta-Kill-Moves nach diesem Spiel. Ich nicht. Mir tut's nicht leid, ehrlich gesagt. So ein Mulan-Bastard, den muss man einfach töten. Ganz ehrlich. Ich will keinen Mulan mehr abbekommen. Das Gefühl, dass die Wege immer verworrener und problematischer werden hier drinnen. Was ist das, eine Truhe? Ja. SP-Incense, ja gut, das ist mir mittlerweile auch egal. Okay. Schon wieder drei komplett neue Gegner, die ehrlich gesagt ziemlich krass aussehen. Okay. Zitzi Mittel. 59. Wow. Könnte ich auch insta-killen? Ich befürchte es ja schon direkt. Wir versuchen den Grand Cross. Jetzt sollen alle bitte auf Standard zurück. Ja, das wird zwei Folgen. Das Spiel beenden war nicht so. Aber ich glaube trotzdem, dass wir so nah am Finish sind, dass ich das innerhalb der 50 Folgen schaffe. Also nicht, dass wir es auf 50 Folgen machen müssen, sondern dass es insgesamt halt 50 werden. Schätze ich mal. Circa. Ja, ich muss noch bitte das einmal bei ihr ändern. Die Persona. So. Jetzt können wir Grand Cross durchführen. Wenn wir Glück haben, macht das Schaden und die sind alle tot. Ja, das reicht aus. Stats Increase. Hat Chrono schon sehr oft gehabt, also früher den Farms und so weiter. Also, der ist schon echt gutes Stats mittlerweile wahrscheinlich. Verglichen mit dem, was er von Natur aus hätte. Hier ist der nächste Raum. Ah. Oh, die Zeit sieht auch ganz gut aus. Dann machen wir den nächsten Raum auch noch. Wir sollten nur vorher heilen einmal. SP spare ich mir mal. Da haben wir noch genug. Aber speichern. Ganz, ganz wichtig. Okay. Der nächste Bossraum. Was war das uns da Schreckliches? Ich weiß es nicht. Okay, das sieht anders aus. Oh, oh. Final Boss oder zumindest eher was Neues. Hier ist keine goldene Version von irgendjemandem. Oh, Miss Ideal. Die Lehrerin. Das ist es. Ich hab's endlich gefunden. Das muss die Kammer sein, in der die Mayans schlummern. Hallo? Wo seid ihr? Zeigt euch, Mayans. Unglaublich. Kashihara hatte die ganze Zeit recht. Die Bullo und Tico existieren wirklich.
Ja? Was mit diesen seltsam aussehenden Aliens? Geschieht ihr recht. Jetzt beeilt euch und wacht endlich auf. Führt die Menschheit nach Idelian. Mr. Kumara, warte. Alles davon ist nichts weiter als eine Delusion meines toten Vaters, die durch deine Erwartungen zu Leben erweckt wurde. Was? Das? Du sagst, das ist eine Delusion? Wer denkst du, wer du bist? Nur ein Mann wusste von Lakech. Unabhängig, also war abgesehen von dir und König, ich meine Tatsuya Sudo. Ja, wahrscheinlich jetzt König Leo, also King Leo. Ich bin Akinari Kashiharas Sohn. Mein Vater warnte dich über das Orakel von Maya, dass es nicht erfüllt werden darf. Vater wollte nicht, dass die Welt endet. Kashiharas Junge, das bedeutet, du bist ihr Sohn. Willst du deinen Vater beschämen, so wie sie es getan hat? Deine Mutter hat Kashihara überhaupt nicht verstanden. Seine epochalen Wissenschaften und behandelte ihn wie einen. Alter, also, muss ich hier nachgucken. Ich fasse mich verdrückt hier. Bin mir nicht sicher, was. Ich glaube Abscheu oder was. Oder irgendwas. Ich muss mal gucken. Ja, ist wahrscheinlich völlig falsch. Verachtung, doch, war gar nicht so falsch. Contempt, Verachtung. Abscheu war gar nicht so falsch. Aber ich wusste es besser. Ich habe keine Angst davor, für seine Erforschung zu sterben. Und zu beweisen, dass seine Forschung wahr ist, zu sterben. Ich war sowieso immer viel mehr wert, seine Frau zu sein. Als dieses Miststück. Okay, also gab es auf jeden Fall da ein bisschen Drama zwischen ihr, seinem Vater und der Mutter. In gewisser Hinsicht, schätze ich mal. Natürlich wissen wir es nicht, wie der Vater zugestanden hat, das ist schwer zu sagen, ne? Der ist hier nur leider tot. Mit ziemlicher Sicherheit. Oh shit, du, das sind die Aliens. Natürlich jetzt auch hauptsächlich nur existent, weil sie, ne, dafür gesorgt, dass sie existent sind durch ihre Gedanken. Durch ihre fanatisch extremen Gedanken. Alter. Das sind aber viele. 5 Gegner. Das ist ein Bossfall, wa? Essen, essen. Nahrung. They have the same power of the stars that we do. Könnt ihr das? Sie haben dieselbe Kraft der Sterne, die wir auch haben. Something about there being 5 of them seems like a bad sign. Careful, guys. Etwas daran, dass es 5 Stück sind, scheint mir natürlich das Zeichen zu sein. Seid vorsichtig, Leute. Okay, das ist eine Art. Das sind die Maya-Versionen von uns sozusagen. Wenn ich kontakten, um Himmels Willen. Obwohl ich glaube, ich nichts über die wissen. Ne? Sind die alle gleich, oder? Weil sie meinen ja, dass die Kraft von denen ihn an uns erinnert. Also so wahrscheinlich sind die nicht alle gleich, auch wenn sie alle gleich aussehen. Ich versuche erstmal Fridine. Ich will es nicht übertreiben. Wenn einer von denen mich Magie zurückwerfen kann, haben wir ein Problem. Ihr versteht. Jetzt muss ich die Order ändern. Ich hätte gerne Jun hier. Gut, dann machen wir nämlich einmal eine Fredine, um zu testen, wie das ab bei dem wirkt und wer darauf wie reagiert. Ich würde bei ihnen einmal die Persona wechseln. Um uns ein bisschen physische Power zu geben, falls wir die brauchen sollten. Für alle wohlgemerkt, wir machen Gebet. Das können wir noch testen. Light ist Insta-Kill, wird nicht funktionieren, aber wir machen es mal mit hohem Erdschadenanteil. Also mal gucken, wie das wirkt.
Naja, machen wir noch einen, komm. Machen wir mehrere Spells. Ist okay. Wir haben ja gespeichert. Falls es schief gehen sollte. Okay, der mittlere. Aha, siehst du? Ne, reflected. Okay, einer blockt, einer reflected. Okay, gut zu wissen. Asteroid Bomb. Reflected. Ach, fick dich. Gut. Ja, bitte einmal den Buff. Also, einer in der Mitte ist resistent gegen Magie, scheinbar. Und einer links ist, der kontert sogar Magie. Also, den ganz links. Den soll ich halt besten als erstes mit physischen Moves ausschalten. Ah, guck mal, der blockt es jetzt auch. Aber der andere wieder. Ja, unterschiedliche Stärken. Aber der linke reflektet immer. Der muss erstmal weg. Also die haben absolut verschiedene Stärken und Schwächen, aber der ganz links, der reflektiert alle Spells. Das heißt, der muss erst mit physischem Moves. Oh Gott. Nicht gut, weil es Insta-Kill-Move sein könnte. Passiert aber bei den Nessen hier, okay. Weil es ein Licht-Insta-Kill-Move ist, glaube ich, sehr gut. Weil das ist übrigens ein Skill gewesen von hier, Okichi, ne? Nur halt verändert natürlich. Okay. Gut, also wir wissen jetzt, der ganz links hat sich nicht bewegt, oder? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Der braucht physische Moves, und zwar ganz dringend. So. Wechsel du mal bitte jetzt auf dein Hades zurück. Ich glaube, es reicht, der eine Buff, den wir gemacht haben, damit wir ihn töten können. Hilf mir bitte mit, falls er beim ersten Mal nicht sterben sollte, was wahrscheinlich ist. Und ihr macht bitte weiter AOE-Spells, weil das reflektiert, was er da macht, das können wir sowieso blocken, das ist egal. Dann können wir schon mal den anderen Schaden zufügen. Wichtig ist nur, dass die zwei Leute jetzt sich darum kümmern, auch Damage zu machen. Gegen den einen Typen, der sonst alles blockt. Gut, weiter geht's. Josh, der ist sogar schwach gegen Fusisch, macht doch Sinn. Ja, es ist der mittlere von denen, die da hinten noch stehen. Der ist mal noch im Reflekten. Aber er ist so schwach gegen Fusisch, das sollte klappen. Und Gott sei Dank ist es ja so, dass unsere Main-Personas resistent sind gegen diesen Schaden, den sie selbst machen. Das heißt, auch wenn das Reflektet, blocken wir es halt immer ab. Deswegen ist es safe. Trotzdem zu zaubern. Solange ich halt ein, zwei Leute absetze, die halt physisch angreifen, kriegen wir die platt. Nein, ich mag so ein Spell. Aber ich meine, jetzt müsste eigentlich Licht-Insta-Kill sein. Dagegen ist sogar Ikishi immun. Ja. Kampf wiederholen, ja, ne? Ja, eigentlich ist es dieselben Parameter. Ja gut, ich muss kurz das richtige Ziel angreifen. Ja, besser ist das. Ja, es greift den falschen an, das finde ich gut. Du bitte auch AOE-Spells jetzt. Es reicht, wenn ich ihn angreife. Heilen können wir auch mal ruhig einmal. Gigantic Fist. Das könnte sein Ende sein. Nee, immer noch nicht. Die haben. Dark Nova Kaiser. Aber der Insta-Kill hat geblockt, weil es immer noch nicht Insta-Kill ist. Ja, die halten schon einiges aus. Das ist ein harter Truppe. Ich
Ich frage mich, wie sie auf Almighty Damage reagieren würden jetzt, also wenn ich die große das Grand Cross machen würde. Aber das lohnt sich erst dann, oder ist erst dann sinnvoll, wenn der eine Typ tot ist, der reflected. Weil ich weiß nicht, ob ich immun wäre gegen Almighty Damage von Grand Cross. Ich könnte mich damit selbst töten, im schlimmsten Fall. Also der eine muss unbedingt sterben, der alle Spells reflected. Unbedingt. Bevor ich das riskiere. Nein, ja doch nicht, ist sie tot. Okay, ich dachte schon kurz, es wäre ein Insta-Kill, aber war es gar nicht. Ah, ich hatte Sorge. Ha. Okay. Er ist doch schon rot. Trotzdem lass dich auch nochmal drauf schießen. Sicher, sicher, weil ich möchte jetzt die Zone töten. Damit ich nächste Runde AOE-technisch eingreifen kann mit dem Grand Cross. Ich würde es gerne mal riskieren. Aber erst wenn der eine down ist, wie gesagt. Was ich hoffentlich diese Runde erreichen werde. Ja, okay. Er ist down. Okay, jetzt können wir gleich mal Grand Cross testen. Was gut gegen die ist. Aber die einzelnen Elemente werden von sehr, sehr viel geblockt, das ist das Problem. Einer blockt immer komplett. Das ist ärgerlich. Das muss nicht sein. Haben wir noch genug Mana dafür? Ja, haben wir. Oh, einer ist schon down. Wir dürfen die anderen auch nicht mehr so viel haben. Ja, die haben halt wirklich unsere Spells, ne? Nur in der dunklen Version wieder. Okay. Fusion Spell. Testen das mal. Ich hoffe, ich kill mich doch nicht selber jetzt, aber ich glaube, es könnte ganz gut funktionieren. Wäre ein epischer Finish. Ja. Ja. Ja, super. Super geil. Nice. 58. Schön. Ich mach mal so. Und einen weiteren Boss besiegt. Puh. Scheint, als wäre sie okay. Sie ist nur K.O. Mein Gott, was für eine verrückte Bitch. Ich denke, sie war wirklich willens zu sterben. Der letzte Schritt im Orakel ist das Opfer der Maya-Jungfrau. Vater schien zu glauben, dass die Maya-Jungfrau jemand sein müsste mit starken genetischen Verbindungen zu den Mayans. Die Erfüllung des Orakels bedeutete, dass wer auch immer es sein würde, sterben musste. Aber das war alles komplette Illusion. Es existiert überhaupt gar nicht. Jun. Vor einer Sekunde sagtest du, dein Vater wäre tot. Dann, wer war es, den wir gerade gesehen haben? Er ist nicht mein wirklicher Vater. Es muss so sein. Oder es muss vor Punkt sein, keine Ahnung.
Ein Doppelgänger aus deinem Glauben geboren. Genau wie unsere Schatten. Wie das andere Ich, was durch die ganzen umhertreibenden Gerüchte erschaffen wurde. Also im Ernst? Also Juns Vater, also diesen Pseudo, also der nicht echte Juns Vater, sondern der Oberbösewicht, ist nur erstanden, weil, also aus dem Glauben halt, also seinen Überzeugungen, wer sein Vater wirklich wäre, oder was er sich halt vorgemacht hat, dass sein Vater so und so wäre. Unmöglich, im Ernst? Ich meine, ja, wir hatten alle Art von verrückten Theorien, was Juns Vater damals angelangen würde, aber, ja, ich meine, das ist ein Gerücht. Ja, ja, richtig, genau. Die Existenz von diesem Oberbösewicht, seinem Vater in dieser komischen Version, die nicht wirklich sein Vater ist, auch das ist ein Gerücht. Und das wurde ja mal vor einiger Zeit besprochen, dass wir gar nicht genau wissen können, ab wann das eigentlich angefangen hat mit den Gerüchten. Ja. Und das vielleicht schon viel länger so läuft. Und ja, es läuft offensichtlich schon viel länger so. Soll das bedeuten, Gerüchte wurden schon vor so langer Zeit wahr? Menschen fangen an, sich zu verstehen durch andere. Unser Ego und unser Bewusstsein sind abhängig von den Menschen um uns herum. Dadurch, dass wir uns mit anderen vergleichen, wird uns das Bildnis bewusst, das sie von uns haben. So nimmt unser Ich Form an. In anderen Worten könntest du sagen, dass es so viele Ich sind, wie andere Menschen in der Welt. Oh, das ist eine sehr, sehr weirde Meinung. Sehr, sehr weit gegriffen. Und eines dieser Ichs ist durch Gerüchte entstanden. Wenn man von einer wirklich ekelhaften oder krankhaften Art von Ironie spricht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das klingt halt total, was sie gerade gesagt hat. Ich glaube, die will etwas viel, viel Grundsätzliches damit sagen. Und das Spiel will etwas anderes damit sagen. Ich glaube, das Spiel wird etwas Realitätsnäheres mit ausdrücken, als bis hier gerade die Situation ist. Ich glaube, deswegen klingt es alles so komisch. Es ist alles mein Fehler. Ich wollte nicht, dass ihr wisst, wer mein echter Vater ist. Also habe ich euch alle angelogen. Es ist nicht dein Fehler, Jun-Kun. Jemand hat uns die ganze Zeit beobachtet. Seit damals. Ich bin mir da jetzt echt sicher. Ja, das ist der Punkt. Also, all diese Sachen sind halt nur möglich. Also, wir haben jetzt eins ziemlich die ganze Kette aufgedeckt. Also, die ganze Situation fing eigentlich schon damit an. Das erste wirklich große Gerücht, was wahrscheinlich wahr geworden ist, ist nur die Existenz von dieser komischen Version deines Vaters. Nicht müde sein, so. Das war das erste Gerücht, was wahr geworden ist, wahrscheinlich. Und damit hat alles darauf baut alles andere auf. Schätze ich jetzt einfach mal so. Aber dass es auch möglich ist, dass die Gerüchte wahr werden, dahinter steckt halt diese üble Identität, dieses Böse. Vermutlich Gottheit oder irgendwie sowas. Irgendwas Dunkles. Es ist eine unfassbare Präsenz. Voll mit Niederträchtigkeit. Insincerity, weiß ich jetzt nicht. Muss auch irgendwas in der Richtung sein, aber. Insincerity. Unaufrichtigkeit, okay, das erste, was hier steht. Und Unwahrhaftigkeit, ja. Okay. Was auch immer das ist, es ist der wahre Feind, der schon die ganze Zeit dahinter steckt, dass die Gerüchte wahr werden. Aber warum? Es wäre viel schneller, ihn einfach persönlich zu fragen. Wir sollten ihn bald treffen. Ich kann ihn lachen hören. Er sagt, dass wir uns beeilen sollen. Okay, das heißt also, das ist nicht mehr viel am Bossen. Aber der Fuder. Im Ernst, der Fuder kommt noch. Also ich schätze jetzt das zwei besser, oder? Also wenn er sagt, der Gegner ist so nah, dann schätze ich mal, der Fuder kommt noch. Und dann kommt der letzte Boss, oder? Also noch zwei?
Wenn das so ist, dann ist nächste Folge letzte, glaube ich. Wenn ich es dann schaffe. Das ist mal vorausgesetzt. Mein wirklicher Vater hatte wahrscheinlich nichts mehr als die Fantasien, die von der Realität so entfernt waren. Aber er war nett zu mir. Warum war ich nicht stolz genug, um ihn als meinen Vater vorzustellen an dem Tag? Ja, ne? Vor allem, er hat sich umgebracht. Ich meine, hat er sich deswegen umgebracht? Ich meine, das wäre schon... Boah, Alter, Jun, das wäre richtig scheiße, oder? Ich meine, ne? Er hatte nichts mehr. Seine Frau hat ihn offensichtlich nicht gut behandelt und ihn verlassen. Und dann der eigene Sohn, ne, tut so, als ob er nicht sein Vater wäre. Das hätte ihn vielleicht dahin treiben können. Ich hoffe mal für dich, dass das nicht so gewesen ist. Damit leben zu müssen, wäre nämlich ziemlich übel. Was auch immer wir glauben, wird Realität. Das heißt, dass dieser Raum und diese Aliens alle von dem Verstand dieser Frau kamen. Wenn Big Maya recht hat, dann bin ich wirklich leid, dass er irgendwie so rumspielt. Lass uns beeilen und ihn endlich zu Ende bringen oder es stoppen und es aufhalten, es beenden. Am Ende war sie auch an die Emotionen der Vergangenheit gebunden, diese arme Frau. Die Toten kommen jedoch niemals zurück. Hä? Aber wenn es dafür sorgt, dass die Menschen, die zurückbleiben, so sehr leiden müssen. Nicholas Kun, wenn... Nein. Vergiss es. Da ist mehr dahinter. Ich sage ja, jedes Mal, wenn sie über den Tod redet, redet sie doch nicht nur über den Tod ihres Vaters, oder? Es klingt so, als ob sie von sich selbst redet. Das ist meine Theorie gewesen vor langer Zeit. Es hat sich nicht so beweist, wie ich es geglaubt habe bisher, aber irgendwie ist da mehr dahinter, habe ich das Gefühl. Ja. Viel jemand hat versucht, uns das zu erzählen. Das Ding hat uns seit damals beobachtet, aber warum? Warum konnte es das tun? Ich weiß es nicht, Lisa. Ich weiß, dass wir wieder einen Boss geschafft haben und ich glaube, dass es wahrscheinlich nur ein, zwei Bosse sind, aber viele sind es nicht mehr. Das heißt, nächste Folge, wenn ich es dann schaffe, wenn ich nicht unfähig sein sollte und besiegt werden sollte, falls was auch immer da auf mich zukommt, dann würde es die letzte Folge sein. Wenn. Sonst wären es vielleicht noch zwei. Aber ich glaube, mehr als zwei wären es nicht mehr. Jetzt mit Sicherheit. Ja gut, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, bisher kriegt ihr alles ganz gut mit. Falls mir irgendwas unklar sein sollte, wisst ihr, könnt ihr fragen. Dann gehe ich da gerne nochmal genauer drauf ein. Soweit ich das selber verstanden habe. Weil das vielleicht noch gar nicht aufgeklärt wurde, natürlich, ne? Aber sonst immer gerne. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es dann vielleicht ins Finale geht und vielleicht... Wenn überhaupt ein Stück zu fallen ins Halbfinale geht, also wir sind wirklich jetzt nah dran von Persona 2.